Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zurück zum City Bus Manager oder City Bus Manager, wie ihr wollt. Und eine neue Folge heute mit unserem Depot hier. Ja, wir wollen das weiter ausbauen. Letzte Folge haben wir angefangen hier mit der großen Waschanlage und mit der Lackiererei. Was das auf sich hat, werden wir dann noch sehen. Ich vermute mal, wir können jetzt einfach die Busfarbe ändern. Meines Erachtens, wahrscheinlich, weiß ich jetzt nicht. Ach so, jetzt sehe ich gerade, jetzt kriegt man hier die Straße gar nicht hier unten weiter. Das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd. Das sehe ich aber jetzt erst. Das heißt, wir können ja erst Straße hier wieder runter basteln. Okay, so. Das nächste, was wir noch machen wollen, ist diese Parkfläche weg, damit wir einfach hier ein bisschen eine größere Rangiermöglichkeit haben. Finde ich dann doch irgendwie ein bisschen besser. Und dazu schicken wir den jetzt einfach mal zum Waschen. Mal gucken, ob das jetzt funktioniert. In der Hoffnung, dass, ja. Die Busse fahren häufiger als in anderen Städten. Das ist schon mal toll. Ich sage es wirklich nur ungern, aber ich kann die Zongi-VG gar nicht leiden. Also, Tibold, Götze, wir mögen dich auch nicht. Ja, so viel kann man mal sagen. Du musst ja nicht mit unseren Bussen fahren. Fahr doch mit deinem ollen Auto durch die City. Soll mir recht sein. Gut, also die fährt davor. Das heißt, jetzt müsste es doch... Müssen wir noch bestätigen. Okay, also Straße. Hä? Jetzt ist das auch verschwunden hier. Wollt ihr mich verkackeiern? Und wo ist der Bus jetzt hin? Ich hab den Bus jetzt abgerissen. Na, das ist ja eine super. Das ist ja ein super Ding hier gerade gewesen. Was war denn das jetzt bitte? Okay, naja, gut. Es ist wie es ist. Können wir es nicht ändern. Gut, wir haben ja noch ein paar Parkmöglichkeiten. Unter anderem auch hier. Aber wir können da trotzdem auch hier nochmal eine Parkmöglichkeit zur Verfügung stellen. Das ist ja ganz klar. Und Lackiererei. So, jetzt müssen wir mal gucken, was brauchen wir denn noch? Tankstelle. Haben wir ja vorne unsere Tankstelle. Auch wenn ich da tatsächlich irgendwie tendieren würde, dass so eine Tankstelle zwischen zwei... Also wisst ihr, was ich meine? Hier so zwischen... So hier so hin. Und dann kommt da nochmal eine Straße dran. Das finde ich irgendwie ganz cool. Aber drehen kann ich das jetzt nicht. Nö. Ich mache jetzt mal hier noch eine Tankstelle hin. Ihr werdet mich wahrscheinlich für verrückt halten. Achso, das geht nicht. Wie schade, dass das nicht geht. Aber gut. Sei es drum, dann ist es nur optisch. Finde ich aber irgendwie ganz nice, dass das hier oben... Ich hätte es zwar gern andersrum... Ja, ich hätte es ja auch andersrum machen können, ne? Jetzt. Jetzt kommen die halt hier hinten rein. Können wir ja nur noch machen. Können wir das umändern eigentlich? Ich will das... Mach doch mal die Straße da weg. Können wir das umändern? Nee. Ah, doch, wartet mal. Ah, doch, es geht. Können wir sogar noch ein bisschen Platz lassen. Dann können wir da ein bisschen... Deko reinhämmern. Oh, hier ist ein schöner Baum. Ein Bäumchen. Und... Ist aber keine Birke. Ist doch keine... Ist das eine Birke? Okay. Hier noch sowas hier. Und ein Büschlein. Hier vorne auch noch ein Büschlein. Busch 2 und 1. So, dann haben wir hier ein bisschen Deko noch hier so irgendwie drin, ne? Kann ja nicht schaden. So, okay. Gut, das reicht. Weiter geht's mit dem Ausbau. Dann haben wir hier die, dann kann die hier unten vorne nämlich weg. So, das will ich jetzt nicht machen. Wir brauchen keine 2 Tankstellen. Ist ja Quatsch, ne? Und wir brauchen eigentlich auch keine 2 Waschanlagen. Ist auch Quatsch. Wird auch weggeschmissen.
Gut, dann brauchen wir noch jetzt eine Hebebühne. Jetzt natürlich die Frage. Also, die Fragen aller Fragen. Hier kommen wir ja nicht rum. Müssen wir ja irgendwann. Entweder fahren wir jetzt bis ganz hinter. Oder hier so rein. Die Frage ist, groß kriegt man da eh nicht dran. Mittel. Das wird wohl gehen. Mittel würde rein theoretisch gehen, aber das ist mir ein bisschen zu knapp. Dann bauen wir bis ganz hinter und hier jetzt runter. Oh je, passt da denn so ein Ding hin? Wird knapp. Wir probieren das einfach mal. Passt hin? Nö. Warum auch? Ach, hier kann ich das jetzt hinbauen. Gut, ist auch erstmal egal. Ich will das so haben. Dann kommt die große Hebebühne hier hin. Können wir die auch so hin? Kriegen wir die nicht, ne? Nö. Aber dann können wir doch die große Hebebühne hier oben reinmachen. Kriegen wir nämlich auch zwei Stück nebeneinander hin. Aber irgendwie finde ich das ein bisschen... Das reicht am Platz aus. Können wir nämlich auch mehrere dann dran packen. Reicht erstmal. Und dann machen wir noch so eine kleine. Haben wir denn hier? Hebebühne normal. Die könnten wir dann hier hinpacken, ne? Ja, das ist... Und dann quasi hier so... Was ist das hier? Nicht erreichbar. Was ist, wenn ich das jetzt hier hinsetze? Ah, okay. Ja, das macht natürlich keinen Sinn, das ist klar. So, das weiß ich natürlich nicht, welchen Abstand ich genommen habe. Den Abstand habe ich nicht genommen. Aber so passt das wenigstens hier mit dem überein. Könnten wir jetzt rein theoretisch hier, was ist das denn hier? Können wir noch eine Wand reinsetzen? Nee, das will es wahrscheinlich nicht. Doch, wir können hier noch Halle bauen. Ja, okay. Cool. Können wir da Werkzeugbrett? Ah ja, kriegt hier so ein Werkzeugding hinten dran. Das war jetzt total übertrieben, ja, ist ganz klar. Die Werkstatt, aber sei es drum. Radauswuchtungsteil. Ja, keine Ahnung, wie nimmt man das denn hier? Reicht doch eins. Mülleimer brauchen wir natürlich auch, obwohl eigentlich nicht. Lichterkette. Mhm. Hebebühne. Ja, die müssen natürlich noch raus und reinkommen hier, ne? Da kommt hier die Tür rein. Rolltor haben wir ja schon. Spinte können wir noch hier hinmachen. Ne, wollen wir aber nicht. Wo sind denn diese Lagerungsdinger hier? So, es ist die Frage. Kann ich hier nicht machen, ne? Muss ich einen extra Lagerraum bauen? Dann machen wir doch den Lagerraum hier jetzt hinten dran. Und hier kommt noch Halle hinten rein. Ja, und hier auch. So, da war jemand auf dem Klo. Ich habe es ganz genau gehört. Dann nehmen wir hier die getönte Fenster. Ach, das ist eine Tür mit Fenster oder was? Okay, also dann machen wir hier und da. So, wo haben wir jetzt nochmal? Büro, Küche. Wollt ihr mich jetzt verkackeiern? Hier ist Lagerraum. Gut, und dann machen wir hier... Oh, dann sehe ich nicht so gut. Machen wir jetzt hier den Lagerraum rein. So üppig. Achso, dann können wir das nicht benutzen. Aber das schon, ne? So, hier noch zwei Regale hin und fertig. Gut. Dann. Ach du meine Güte, wir sind ja Minus.
oh Gott, hätte ich mal vorher drauf gucken sollen, ne? Dann will ich das doch wieder weghaben, weil dann will ich die großen kommen dann hier unten so dran. Ich will nur mal gucken, ob das passt. Außenbereich, Straße, hier. Große, große, große. Wäre dann hier so, ne? Das würde ja eigentlich gehen. Dann können wir hier unten nämlich die für die großen Busse reinpflanzen. Und dann tun wir das wieder löschen, weil wir haben ja eh noch keine großen Busse. Ja. Ich will aber noch mehr löschen. Ich will das auch noch löschen hier. Ja. Mein Gott, das ist ja so ein Kratzgeräusch im Ohr. Gut. Jetzt haben wir natürlich kein Geld mehr für hier reinigen. Müssen wir schnell mal hier alles durchgucken, durchchecken. Spielworte, ne? Schön, freue ich mich. Tankfüllung reicht aus. Innenreinigung, Tankfüllung. Oh, Innenreinigung, definitiv. Achso, keine Waschanlage. Keine freien Tankstellen verfügbar. Das ist natürlich, wir haben das natürlich jetzt hier vorne. Ja, haben wir jetzt natürlich ein bisschen hier. So, oh ja, ja, dieses wieder, dieses Geräusch. So, das wäre jetzt cool, wenn der jetzt hier durchfahren könnte. Das wäre doch nicht so, aber gut. Sei es drum. Der wird jetzt da gewaschelt. Aber gut zu wissen, dass wir hier ins Minus kommen können. So, die Claire, relativ geschlossene Mitarbeiter im Service-Center. Ich bin gut froh. Ich bin wirklich froh mit der. Okay. Ja, sehr schön, freue ich mich. Haben wir jetzt hier schon eine Reinigung hier angedingst? Irgendwie kommt da keiner. So, Sauberkeit außen. Innen. Ach Gott, wir brauchen irgendwie mehr Reinigungspersonal. Wie viel haben wir denn Reinigungskräfte? Viel zu wenig. Wir brauchen noch ein paar. Oh, hier einstellen. Hier, Winsnow. Azubi wird eingestellt. Bauer, ach, jetzt müssen wir wieder Büros bauen. Büro, 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 Büro. Dann könnten wir doch rein, theoretisch. Ich fand das ist auch ein schönes Büro hier übrigens. Ja, wir können unsere Büros natürlich nach hier drüben ausweiten. Hier soll unser Service Center ausgeweitet werden. Das heißt, wir brauchen Büros und hier unsere Spinte. Ja, weiß ich auch nicht. Wir können das auch natürlich auch abreißen, haben wir noch Parkmöglichkeiten, ne? Das wäre natürlich eher mein Favorit. Das heißt, hier vorne kommt jetzt ein größeres. Oh, ich wollte das eigentlich jetzt nicht so haben. Aber gut, Flur. Flur kommt dran. So, haben wir halt das hier ein bisschen, ist jetzt ein bisschen größer. Was haben wir denn jetzt gemacht? Wofür haben wir denn dieses gebraucht? Bin ich jetzt deppert? Ach ja, wir haben Personal eingestellt. Gott, oh Gott, oh Gott. Personal, Personal. Einstellen. Jetzt geht's wieder mit den Spinnen los. Ich glaube, ich spinne. Gut, also gut. Gut, 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 gut. Wir haben ja Fläche. Halle bauen. Ich hoffe, dass das jetzt hier zählt, ne? So. Achso, jetzt habe ich hier einen zu viel. Ist ja egal. Gut. Personal, Reinigungskräfte. Hier stellen wir auch noch einen. So, jetzt haben wir. Wie haben wir denn jetzt? Jetzt haben wir 5 Reinigungskräfte. So, jetzt aber, jetzt beginnt hier reinigen. Der ist voll, reinigen. Der muss getankt werden. Außen. Ja, so eine zweite Waschanlage wäre schon noch ganz nice. Da müssen wir nichts machen, tanken. Hm. Reinigen, reinigen. Oh, der muss auch. Achso, wir haben keine Waschanlage. Ja, noch so eine zweite Waschanlage wäre auch gar nicht so schlecht, ne? Komm, wir machen mal hier ein bisschen mal den Rapid-Modus hier rein. Sonst passiert ja für euch hier gar nichts. Oh, wir müssen schon die ersten. Wir haben die ganze Nacht durchgearbeitet. Wir müssen schon hier die nächsten Dinger zuweisen.
Sagt mal, haben wir jetzt für den eigentlich mal ein neues Angebot gekriegt? Nö. Nö, warum auch? Brauchen wir ja nicht. So, wie sieht's hier aus? Okay. Oh, da müssen wir tanken. Da müssen wir außen waschen. Ah, der auch. Naja, jetzt haben wir natürlich keine Tankstelle, Waschanlage frei. Das ist nicht so gut. So, innen. Aber innen können wir mal gucken. Innen reinigen. Naja, wir haben irgendwie nirgendwo Kapazitäten für innen. Da geht noch alles. Da müssen wir auch reinigen. Ja, jetzt haben wir alle Reinigungskräfte im Gebrauch. Jetzt ist es in der Waschanlage. Der ist fertig mit tanken. War noch irgendwann irgendwie ein Problem mit tanken? Der ist noch auf jeden Fall noch außen. Da müssen wir gleich mal den noch auf die Jagd bringen. Ja. Und ansonsten geht's doch eigentlich noch, ne? Ja, den müssen wir noch reinigen. Den nicht, den auch nicht. Jetzt sind wir eigentlich alle durch, oder? Oh, den müssen wir noch tanken hier. Ja. Also den müssen wir noch einen. Den müssen wir noch waschen. Okay. Also, wir weisen jetzt einfach mal zu. Na, machen wir hier unten. Linie M, S, F haben wir noch hier. Achso, die können wir nicht. Und Z. Ach, ganz. Okay. So, welcher war denn das jetzt hier? Ach so. Also geht der jetzt da rein. Okay, okay, okay. So, das ist natürlich ein bisschen eng hier, ne, jetzt. Aber gut. Wir können mal gucken, vielleicht schaffen wir hier ja noch eine zweite Tank-Dingsbums hin. Das wäre natürlich, das wäre doch noch eine Möglichkeit. Oder eine, die entgegengesetzt ist. Ja, dann müssen wir unseren... So, jetzt aber... So, das heißt auch, dass wir hier unten das jetzt mal wegmachen. Achso, hier und zwar. Das wegmachen und eigentlich das hier auch. Ja. Sorry. Sorry. Und wir machen jetzt Halle. Machen jetzt hier nochmal Halle hin. Und basteln die dahin. Mit. 1, 2, 3, 4, 5. Da kommt jetzt erstmal keiner hin, egal. So. Und die löschen wir raus. Und den auch. So. Und dann können wir hier nochmal welche rein platzieren. Erstmal. Sollte sich jetzt ausgehen. Gut, eine Tür wäre hier oben noch ganz geil. Eine Tür, damit die oben auch rauskommen. Und hier natürlich auch. Und hier oben. Da. Und da natürlich auch. Gut, wir müssen zuordnen. Da haben wir noch den großen. Da und Linie S. Okay. Die haben wir zugeordnet. Gut. Nächste. Ja, irgendwie, wir haben jetzt auch keine Busse mehr wirklich zur Verfügung, ne? Die sind zugewiesen, der ist noch einsatzbereit. Lass uns mal draußen. So, Linie M. Achso, hier haben wir auch noch einen.
größeren. Habe ich gar nicht gesehen. Ja, passt doch. Zur Linie F. Dann packt man den da rein. Wir hoffen, dass wir jetzt ein bisschen Umsatz generieren, damit wir aus unseren Miesen rauskommen. Die sind alle zugewiesen, ne? Da haben wir noch einen. Ja, ich müsste ja ausreichen, ne? Wir haben ja eigentlich... Den Tag vorher hat es ja auch ausgereicht, am Dienstag. Ich fahre nicht gern Zongi-VG-Bus. Ja, dann hast du Pech gehabt, ne? So, genug freie Sitzplätze, ja. Das ist natürlich ein großes Problem, tatsächlich. Da können wir jetzt aber gerade auch nicht so viel machen. Forschung können wir gerade nichts machen. Nee. Nee. Nichts, was nur Pokale braucht und kein Geld. Gut. Das reicht ja auch aus. Jetzt haben wir hier das ein bisschen reduziert. Das hier oben ist dafür ein bisschen größer ausgefallen. So, eigentlich können wir jetzt hier gar nicht so viel machen. Wir haben jetzt noch drei Busse. Jetzt kriegt man natürlich, das kriegt man den nicht mehr verkauft, ne? Gibt's doch gar nicht. Jetzt können wir aber das mal mit dem Lackieren machen. Bus lackieren. Den gehen wir jetzt mal auf Bus lackieren. So. Ist auf dem Weg zur Lackiererei. Und was lackieren wir da jetzt um? Das ist die Frage. Der fährt da jetzt rein und nur. Ah, okay. Jetzt können wir das wieder neu ändern. So, da habe ich jetzt mal Bock, dass wir da mal hier ein bisschen was, weiß ich nicht, einen geilen Scheiß machen. Also die Busfarbe an sich ist mir generell zu dunkel. Ja, so viel kann ich sagen. Die Frage ist, entweder wir machen jetzt einen weißen Bus mit grünen Akzenten oder wir oder wir machen hier so ein bisschen in Richtung Pastell, aber eher so dieses Pastell so. Ist eigentlich auch nichts, ne? Eigentlich müssten wir, weil wir in Erfurt sind, natürlich rot nehmen, ne? Ich habe eigentlich auch was runtergeladen. Aber das ist jetzt nicht... Das nicht da. Nee, wir bleiben bei unserem Grün. Nee, will ich nicht. Also wir bleiben bei unserem Grün. Gehen vielleicht eher in das... Oh nee, das sieht ja gar nichts aus. Oder doch eine andere Farbe. Oder doch weiß, ne? Oder eher so grau. Grau mit grün. Bisschen hellgrau. Was haben wir jetzt hier? Was ist das denn jetzt hier? Hä? Was ist das denn jetzt hier? Okay, verstehe ich jetzt nicht. So, hier können wir natürlich hier wieder unsere Sticker draufsetzen. Oder halt hier unsere Linien. Unsere Linie. Größe heißt wahrscheinlich das hier, ja. Fast gedacht. Wir können natürlich, also wenn wir hier die Farbe auf grün setzen. So zum Beispiel. Aber wir können auch nicht... Können natürlich auch unten grün machen. Oder hier einfach hier so einen grünen Balken reinsetzen. Ja, aber
weiß ich nicht. Nee, da habe ich irgendwie jetzt auch irgendwie gerade nicht so die Muse dazu. Hier unsere. Nee, wir brechen das ab. Da bin ich jetzt gerade zu unkreativ für. Da muss ich mal genau mir angucken, wie ich das will. Gelle. Ja, in diesem Sinne, lasst uns erstmal hier ein bisschen Moneten verdienen, bevor wir hier ein bisschen weiter denken. Bis jetzt reicht es ja aus. Wir brauchen jetzt erstmal größere Busse. Und vielleicht überlege ich mir mal offline, welche Buslackierung wir in Zukunft haben wollen. Vielleicht setze ich mich da mal dran, mal gucken. Mal gucken. Vielleicht kann ich auch irgendwas runterladen. Oder wir nehmen dann doch die von der Erfurter Verkehrsbetriebe. Weiß ich jetzt nicht. Das wäre natürlich noch eine Möglichkeit. Ach, Mensch. So, wir gehen mal in die Karte und gucken mal, wie es hier... Ja gut, hier sieht es so aus, wie es aussieht. Ne? Hier ist einiges los. Vor allem hier. Also Innenstadtbereich ist ein Kraus, ne? Wir müssen es einfach so sagen. Hier oben geht's. Hier Richtung Zoo geht es. Da ist echt gar nichts los hier oben, ne? Hauptsache hier eine Innenstadt. Hier geht's eigentlich auch. Je näher es Innenstadtbereich geht, umso schlimmer wird's, ne? Aber hier geht's jetzt gerade. Also gerade geht's. Ich finde es gut, dass ihr hohen Wert auf Pünktlichkeit legt. Das finde ich doch auch. Wir haben trotzdem... Oh, jetzt haben wir ein Angebot gekriegt. Ha. Also wir müssen nur ein bisschen warten, dann kriegen wir auch ein bisschen mehr. Wahrscheinlich, wenn wir jetzt noch einen Tag warten würden, würden wir über 5000 kriegen. Ah, nee, das ist ja weniger. Den nehmen wir natürlich. Dann haben wir den jetzt für 4000 Öcken verkauft. Ist der denn jetzt weg? Jetzt ist er weg. Okay. So, wir gucken gleich mal hier, ob hier irgendwas gemacht werden muss. Den können wir schnell mal innen reinigen, den auch. Und den außen. Den können wir mal schnell tanken schicken. M ist bereit. Den schicken wir schnell zur Waschung nach außen. Dann geben wir den raus. Na, Linie F. Warten wir nochmal schnell, bis er fertig ist. Dann schicken wir den damit raus. Dann ist er jetzt auch sauber. Oh, hier ist... Ach, du meine Güte. Guckt euch das mal an. Okay. Also da müssen wir ordentlich aufstocken. Müssen wir erst ein paar Linien zuweisen. Auf jeden Fall steigen gerade unsere Gelder. Das finde ich ganz gut. Z. S. So, es wird sich das gleich wieder überschneiden, dass wir Busse zuordnen müssen und wir keinen Bus mehr haben. Das war jetzt der letzte Bus. Ja. Achso. Ich dachte, der meckert jetzt rum, aber er speichert nur. Ja, genau. Wir haben keine Busse mehr zur Verfügung. Jetzt warten wir mal. Ich hoffe, das müsste sich jetzt ja gleich ausgehen. Okay, ein Stern. Okay. Ein Stern. So, gleich müssten ein paar Busse wieder reinkommen. Es bleibt spannend. So, die sind auch alle weg. Sind die jetzt, aber die Frage, sind die jetzt alle abgefrühstückt oder sind die jetzt alle gegangen, weil sie nichts bekommen haben? Das wäre jetzt natürlich schon die große Rätselfrage, ne? Ja, hier rein. Ja. So, jetzt kommen sie da alle wieder rein. Da kommt der nächste. Ja, hier kriegt
hat keiner eine Verschnaufpause. Oh, der ist da ausgestiegen und da eingestiegen. Krass. Hier ist, ja, jetzt weiß ich, warum meine Mitarbeiter hier ein bisschen überlastet sind. Okay, wir müssen jetzt bald mal jemanden Urlaub schicken. Das wäre natürlich geil, wenn wir so eine Art Dienstplan hätten hier, ne? Dann könnten wir den Leuten Urlaub gönnen. Regelmäßig. Und dann haben wir das auch so ein bisschen im Blick, ne? Aber gut. Man kann ja nicht alles haben. Ich hoffe noch, dass ein großer Bus reinkommt. Wahrscheinlich eher nicht. Ah, doch, jetzt. Wenn man vom Teufel spricht, kommen sogar zwei gleichzeitig. Dann schickt man den dann raus. Okay. Ich bin also verkauft. Ich brauche es nicht. Achso, okay. Ja, wir sind eine sehr gute Alternative. Das freut mich natürlich. So, jetzt ist hier wieder Rush Hour. So, Moment. Also wir haben es ja jetzt wieder gerade ein bisschen, also wir haben jetzt gerade ein kleines Plus. Wir machen jetzt Folgendes. Wir bauen den, was ist denn das? Halle, Küche, Service Center. Wir bauen das Service Center aus und um. So, das wird jetzt bis hier vor, geht das? Genau. So, jetzt kommen die bis dahinter. Gut, Service Center. Also, Pult, Informationsbildschirm. Ach, den haben wir hier geöffnet. 25 Minutos. Da steht nur dran. Okay. Hier. So, wir machen mal so. Hier haben wir das so ein bisschen mit. Wir machen mal hier. Also, wenn das nicht ausreicht, dann weiß ich ja jetzt auch nicht. Machen wir hier vorne noch ein wunderschönes Aquarium hin. Nee, das finde ich irgendwie ein bisschen hässlich. Hier so eine schöne Pflanze. Oder die ist ein bisschen zu klein. Die. Ja, die hier, oder? Klein. Machen wir die da hin. Ach, die hätten wir nehmen müssen. Die ist nämlich ein bisschen größer. So, wartet mal. Du kommst eins weiter rüber. Und du kommst dahin. Und du wirst gelöscht. Ach so, das geht nicht. Jetzt haben wir sie rausgesetzt. Wo ist sie denn jetzt hin? Okay, weiß keiner. Lichterkette. Wo können wir die denn anbringen? Hier draußen oder was? Nee. Hä? Weiß jetzt auch keiner, ne? Also Informationsbildschirm kommt dann. Okay. Information hält sich ein bisschen in Grenzen da, aber gut. Gut, und dann packen wir hier so einen Launch-Bereich hin, oder? Großer Sessel. Sessel schwarz. Ne, wir nehmen hier den grauen. Kleiner Couchtisch kommt hier hin. Und dann kommen hier nochmal. Die sitzen dann aneinander. Ah, nee. Dich wollte ich jetzt nicht so hinsetzen. Ah, jetzt kann ich die nicht markieren, weil der jetzt besetzt ist. Weil der Dödel da drauf sitzt. Ah, gut. Was man nicht alles macht. Service Center. So. Kommt die wieder dahin? Und dann müsste sich das doch eigentlich ausgehen hier, ne? Jawohl. Sehr gut. Ja, Bilder gibt es irgendwie hier leider nicht. So, dann machen wir hier so ein paar Pflänzchen noch hin. Da kommt die Pflanze hin. Ach, hier haben wir ja auch noch. Achso, ne, hier. So und so. Hier steht halt. Ach, hier Fenster.
Okay, Fenster geht nur in eine Richtung offen auf. Wir machen hier 3 Stück. Dann wirkt das doch alles ein bisschen freundlicher hier, ne? Mülleimer darf natürlich auch nicht fehlen. Den setzen wir jeweils da davor. Und dann stellen wir noch schnell Service-Mitarbeiter ein. Und zwar hier und hier. Haben wir jetzt 4 Stück. So. Den machen wir jetzt aus. Denn die sollen da rüber huschen. Roms hat's wieder gemacht. So, und eigentlich müssten jetzt die anderen beiden auch da sein. Ach, die holen sich jetzt, die ziehen sich wahrscheinlich gerade um. Nee. Wo sind die jetzt hin? Kommen die erst noch? Abstand die schlechteste, die Fahrer extrem. Ja, die sind halt, wir müssen halt. Okay, jetzt wird hier gearbeitet. Jetzt wird im Akkord verkauft. So gehört sich das. Nicht erreichbar, ja. Der muss halt immer hier weg, hier. Der Dumbo. Na, wir warten mal. Wir warten mal. Vielleicht, aber ich kann es auch nicht löschen, ne? Nee. So, also wir haben hier auf jeden Fall noch ein bisschen Potenzial nach oben. Mit 6 Service-MitarbeiterInnen, die wir hier einstellen können. So, Leute. Oh Gott, ich sehe gerade auf die Uhr. Es ist ja schon kurz nach 12 sozusagen. Ich würde sagen, mit diesem Bild beenden wir die jetzige Folge. Es ist zwar, der Tag ist noch nicht rum und wir haben eigentlich noch ein bisschen was zu tun. Wir haben aber erst 12.000 auf der Kante. Ich würde vorschlagen, ich werde nochmal einen Tag vorpreschen. Es sei denn, ihr wollt. Ich warte jetzt mal kurz ab. Und wenn ihr wollt. Nee, wir machen das anders. Ich presche jetzt einfach mal einen Tag vor. Wenn ihr das in Zukunft nicht wollt, dann schreibt das ruhig. Ansonsten würde ich das dann jetzt gerne. Ja, das mache ich ja sowieso. Und dann würde ich sagen, die nächste Folge werden wir das eine und andere Büsschen vielleicht noch verkaufen. Ach du meine Güte hier, das muss ja mal gewaschen werden. Das eine oder andere Büsschen mal verkauft werden. Und ich habe auch vor, hier unseren Lagerersatzteilbestand mal ein bisschen aufzufüllen, dass wir da nicht immer bis zum nächsten Tag warten müssen. Das ist natürlich ein bisschen unzufriedenstellend dann. Desterwege. Jetzt können wir es löschen. Oder drehen. Ja, genau. Sehr gut. So, jetzt haben wir es doch. Tutto Gobletti. Unsere Lounge mit unseren sehr üppige Fauna. Und hier die Gitterstäbe davor. Ist auch sehr schön. Genau, dann machen wir das so. Und dann würde ich sagen, Öffnungszeiten 8 bis 12 Uhr und 14 bis 18 Uhr. Das könnte man ja auch mal ändern, oder? Naja, gut. Ich bedanke mich, dass ihr zugeschaut habt. In der Hoffnung, dass ihr es auch gemacht habt. Und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal beim City Bus Manager wieder einschaltet. Hier in der nächsten Folge auf dem Spielebund-Kanal. Macht's gut. Tschüss.